Mist, wo war ich denn jetzt? Ich muss einen Cut machen und schon mich komplett wieder raus aus dem Spiel. Mist, okay. Ich wollte hier unten die Dinger wegspringen, genau. Leider habe ich das Problem, dass der Panzer da mit seinen Lancern trotzdem gleich ziemlich Schaden drücken wird. Trifft das? Ist zu schwer erkennen. Vielleicht von hier. Na, ich habe keine Munition mehr. Komplett gar nichts mehr für sie. Cool, das ist wahrscheinlich der Zug gewesen. Erneut. Ich dachte, die Granaten füllen sich wieder auf jede Runde. Auch uncool. Mist. Sollen wir uns nur die Runde hier sparen? Ich kann ja mal versuchen, mit ihm irgendwie ranzukommen. Ach, nee. Keine Chance. Fuck. Scheiße. Power Scout, ja. Ist nice, aber ich könnte jetzt theoretisch noch einen Zug nicht verschwenden. Dann würde auch auf jeden Fall ankommen. Oder zumindest schon mal schießen können. Ey, vier von diesen Barrikaden, dass ich da viermal Sprengstoff nutzen muss. Das ist halt ein bisschen viel. Vor allem die Minen springt sie auch nicht mit weg. Naja, komm. Ja, den Zug ist sinnlos hier beenden. Ich könnte versuchen, mit denen nachzurücken. Aber ich glaube, ich brauche nächste Runde viel mehr Power auf meinen Scouts. Also, eine Runde speichern und dann gucken, was passiert. Okay. Was geht ab? Ach, ja, trotzdem Verstärkungen. Das sind zwar nur 6 Züge, aber trotzdem. Okay, ein sinnloser Scout, der kommt eh nicht weit. Und wenn doch, der wird in Irland geschossen. Ja, dann kann er stehen bleiben. Ich schaute vielleicht über seine eigene Mine. Das wäre witzig. Und ich glaube, der ist bereit genug, um es nicht zu müssen. Oh fuck. Okay, der Lance läuft nicht los. Gott sei Dank, das heißt, ich kann mit dem Ingenieur auf jeden Fall einmal reparieren. Fährt es wieder zurück. Ah, was auch immer. Ah, jetzt steht er wieder da vorne. Genau über meinem Camp. Ei. Das ist mies. Okay, ich muss irgendwie zusehen, dass ich dort wegspringe. Es ist halt so eine krasse Verschwendung von Zügen. Gar keinen Bock. Aber so kann ich sie vielleicht schon mal zumindest aus der Reichweite bringen. So, RIP dieser Scheiß. Das war ein Panzermine, oder? Oh, Metallallergie, nicht klar. Okay, bis hierhin können Sie sicher mit dem Ingenieur laufen, kein Problem. Aber ansonsten sieht das eher schlecht aus. Das ist wirklich schon ziemlich harte Zugverschwendung.
me dance. So, jetzt muss ich die Barrikaden, wenn es geht, wegspringen, ohne meine eigene Panzer zu zerstören. Das würde ich extrem feiern. Easy. Kann ich denn laufen? Nichts, nichts, nichts. Top-MG. Nö. Doch, hat er. Ah, fuck. Deine Fehler habe ich eben 100 HP gekostet. Geil. Okay, jetzt brauche ich einen Ingenieur. Erstmal sind wir den Panzer reparieren, der so unnötig viel gefressen hat. So. Sind das viele von diesen Panzerminen? Ich könnte die mir reparieren. Wozu? Dann würde ich mich ja nur selber wieder aufhalten. Ohne Sinn und Verstand. So, weg mit der Scheiße. Lang genug hier abgeharzt. So, ich glaube, zielen kann ich. Ah, es gibt genug was. So, jetzt haben wir die Panzer endlich vorzufahren. Hat lange genug gedauert. So, nicht weit komme ich zwar auch nicht. Naja. Ich kann nicht mal die ganze Brücke jetzt komplett ausnutzen. Weil dieser Panzer da sinnlos im Weg stehen muss. Das frisst schon wieder sinnlos viele Kommandopunkte. Endlich. Wenn es so weiter geht, sind wir schon bald über die Brücke. Cool. Okay. Endlich ein bisschen vorrücken. Was sind jetzt unsere größten Probleme? Das sind Lancer? Lancer. Hm. 39 Schüsse, Alter. 11 Schüsse. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Hässlicher Penner. Oh, na klar. Das liebe ich ja. Ah, so ist halt hier ducken. Diesen Lancer kriege ich aus Deckung jetzt erstmal nicht raus. Obwohl, er muss aus dem Linken sowieso raus, aus dem Mörserfeuer. Passt überhaupt durch? Gerade so. Jetzt müssen wir eine Verteidigungstür wegspringen, eventuell. Ach klar. Let's do this. Hat uns zwar eher weniger gejuckt, aber was soll man machen? Dieser eine Schocktrooper da nervt mich gerade extrem ab. Ich soll es vielleicht so setten, dass ich insgesamt mich so dicht begebe, dass ich bei der Schocktrooper versuche auch nur sich zu bewegen, dass er sofort auseinandergerissen wird. Bitte verkack nicht. Ach, verflucht nochmal. Können sie nochmal benutzen, um Deckung zu gehen. Na, ihr wird darauf nichts passieren dort jetzt. Die Runde. Na, eine Chance kriegst du noch.
Dankeschön. Alles Eliten. Na, fick dich doch endlich. Alter. Cool, sind wir zu beenden. Ich bin ja mega weit gekommen. Ah, mehr Verstärkungen, auf die keiner Bock hat. Boah, was zu viel. Okay, einer der Status. Oh fuck. Wieso mache ich nur so wenig Schaden an dem? Ach so, weil der jetzt überall Defense hochgeschraubt hat. Hässlicher Penner. Ja, das sucht hier fast gar nicht mehr, was ich mache. Ey, von wo kommen diese ganzen Truppen? Jetzt hat er wieder als Entdeckung. Dürfen wir das machen? Bis des Todes? Och, ernsthaft, Flammenwerfer. Das ist instant, alter Vier. Instant, alter Vier. Wuhu. Kann ja seinen Zug ein bisschen schneller machen, damit ich laden kann oder so. Würde ich echt extrem feiern, wenn er mich jetzt nicht so abfacken würde. Na, kriegen wir es irgendwie hin? Nö, da hat immer noch Züge. Ey, ich bin hinter der Deckung. Was soll denn das? 4 Punkte Schaden, ey. Sinnlos. Vor allem, wenn der Typ schon direkt dran steht. Ich hatte nicht mal eine Chance, meinen Trupp zu retten. Über den man einen Flammenwerfer haben muss. Ernsthaft? Kannst doch keinem erzählen. Ja, können wir es irgendwie skippen oder so. Ich bin nicht gespannt, wie er zu lang fährt, wenn ich ihn gleich nochmal laden muss. Ach, na klar. Na klar. Hallo. Spiel. Was ist denn der letzte Save gewesen? Okay, der da. Gott, hab's noch nicht geladen. Das ist RIP. Muss ich immer noch diese Panzerdinger auseinanderschießen. Kriege ich ja nicht wenigstens das Vorderste da irgendwie weg. Dass der Panzer wenigstens ein bisschen vorfahren kann. Na, hätte ich mir einen Ingenieur genommen. Moment. Doch, klar, nochmal. Wenn ich mir diesen Ingenieur nehme, alles schon mal in Schärfe. Und das vorste Ding schon mal wegschießt, dann kann ich vielleicht so weit fahren, dass ich der nächste Runde gerade über die Brücke drüber kommen könnte. Da hat auch noch keine Option weg. Es ist nicht weit, aber es ist ein bisschen. Ah, egal. Auf der anderen Seite, wenn der andere Panzer dann wieder vorfährt, blockt er mich doch sowieso. Da hat es doch dann auch keinen Sinn irgendwie. The Order All Defense, das ist schon nice. Einfach reinrennen, schießen, wie es mir gerade passt. Auf die zwei Kommandopunkte verzichtet man noch gern. Ich würde so feiern, wenn ich irgendwie blocken könnte. Also würde nicht passieren. Oder ich schieße jetzt auf die Dinger da.
Ach, was soll es kommen? Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Komplett. Weil ja so viele Truppen aus dem Nichts kommen. Ist schon mieswitzig. Was ist denn das da oben jetzt? Nein, der fährt wieder sinnlos bis dahin. Ja, das hält sinnlos meinen Panzer unnötig auf. Das bockt so gar nicht. Alter. Hey, 80 Schadenspunkte. Geil. Ist mies feierbar auf jeden Fall. Oh ja, ich meine Leute aus dem Gebiet gezogen. Hat wohl keinen verletzt. Ja, ist gut. Der Zug der Fahrt ist mir sowas von der Ritze. Ah ne, jetzt ist das erst, okay. Kann ich die Granate auf die Penner schmeißen? Ich glaube, ich bin's auch nicht. Ich muss auf jeden Fall eine Panzer dann gleich reparieren. Und vor allem. Obwohl es ja sowieso scheißegal gewesen, wie ich das mache, in welcher Reihenfolge. Bitte stirb nicht, Partner. Oh mein Gott. Hast du das Ding überhaupt gelegt? Wir hoffen aufs Beste. Alter. Sinnlos. Na, mal kommt jetzt schon mal ein Zug eher hier hin. Hässlicher Penner. Mische diesen Panzer auch beiseite. Schade. Und das treffe ich gleich nicht. Das wäre sowas von geil. Ich speichere lieber nochmal. Falls ich ernsthaft nicht treffe. Das wäre sowas von autistisch. Okay, alles in Ordnung. So, jetzt muss ich noch diesen Panzer hier nehmen. Ordentlich rein crashen. Ja, hoffentlich war es genug. So, den Ingenieur brauche ich auf jeden Fall. Der ist schon meinen Panzer vorsichtig repariert. Okay, jetzt beschießt er mich wieder sinnlos, aber ist in Ordnung. Ich habe wohl noch einen Panzer oder war das etwa schon? Jetzt könnte ich ja vielleicht versuchen durchzulaufen. Nee, das schaffe ich safe nicht. Ich werde noch mindestens eine Runde abwarten müssen. Gucken, ob ich ein paar lustige Kills mitnehmen kann. Wie sieht das aus hier? 11 Schüsse. Easy. Okay, also jetzt muss der Lancer auch noch sterben. Das wäre ganz geil. Hey du! Was war das denn für ein brutaler Crit? Du stehst hier am besten ab. Wenn wieder dieser Flammenwerfer-Typ-Piss-Arsch kommt.
Da will ich ihn auf jeden Fall schon vorher tot haben. Also jetzt, wenn er dann bis dahin läuft, das ist auch ein Riesenproblem. Wo kann ich hier am besten hart campen? Ich versuche einfach mal hier und schau, was passiert. Die Verteidigung dürfte ja trotzdem erhöht sein. Oh, ich bin da mal. Eigentlich dürfte ich hier relativ gut campen. Ja, sowas muss ich. Bis zu 8 seiner Leute Angriffe aushalten. Nein, es hat nicht funktioniert. Komm, Counterfeuer. Ein Punkt Schaden. Ein einziger Punkt Schaden. Dein Drecks fucking Ernst. Ja, jetzt killt ihn natürlich wieder. Na wohl, ne. Ein Punkt Konterschaden, ey. Da müsste noch zweimal überleben, bis er ihn endlich tot hätte. Ey, schieß doch auf diesen Lappen endlich. Mann, der Rest von dem Team schießt irgendwie nicht. Das ist mega die Hohnsöhne. Vielleicht schießen die endlich, bis der Typ da ist. Nö, nee, auch nicht. Braucht einer. Ey, ernsthaft. Geduckt bin ich. So eine sinnlose Scheiße. Na klar, ist er fett mit dem Panzer da reinfahren. Mit deinen Abfreuen. Ich hoffe mal, dass Defense Up war nur für seine Runde jetzt gedacht. Okay, es waren auch alle Shock Trooper, die mir hier im Weg stehen. Gut, der eine ist ja nicht ganz so schlimm, aber. Gut, ich kann mit ihr immer noch rankommen. Den einen, da schaffe ich eigentlich mit einem Panzer. Oh, der Zug schießt wie ein Behinderter. Das ist ja ungeil. Also kann ich mich die Runde jetzt gar nicht bewegen oder was? Alter, was ist hier los? Das war ein Scout. Der hätte eh nicht so viel Schaden gemacht. Kann ich mit diesem Panzer überhaupt drüber fahren? Ach so, ich hätte jetzt da hoch gemusst. Ah. Ja gut, ist noch nicht zu spät. Ist noch alles drin. Ach so, ich muss diesen Hebel erst betätigen. Hallo, Rückwärtsgang. Immer dasselbe. Alter, der Zug hat vielleicht auch ein bisschen zu viel Range. Dieser Zug ist mir da oben, sind das alles wegballert, dann kann ich mir das eigentlich auch schon fast sparen, oder? Ernsthaft. Ist das ein Nuss?
Your orders, sir. Boah. Ey, der Zug rastet komplett aus. Es liegt auch noch im Mörsergebiet. Ey, 10 Schüsse? Warum? Fetzt ihn doch endlich weg da. So, kann ich meinen Dude noch irgendwie retten? Alter. Es sieht nicht so aus, als ob ich damit unverletzt vorbeikommen könnte. Ja, komm. Oh, Junge. Neunzig Schüsse, ja. Das sieht legit aus. Na gut, dann heile ich mal selbst eine Runde. Ich könnte auch den Ingenieur noch eine Runde benutzen eigentlich. Obwohl, nee, der wird auch nur sinnlos zerfetzt. Das bringt mir auch gar nichts. Nö, es hat keinen Sinn hier mit irgendwem irgendwas zu machen. Ja. Sind nur speichern und gucken, was passiert. Und gucken, ob ich das irgendwie überleben kann. Mit all meinen Truppen. Bis ich hätte noch direkt anfordern können eigentlich. Schlecht. Ja klar. Schieß halt genau auf meine Truppen drauf. Ist in Ordnung. Dreckszug. So, der kommt näher. Ich hoffe, der wird vorher gut zerlegt. Ach, na klar. Und kommt Crit. Schade. Hätte ich gefeiert, wenn er es gekrittet hätte. Das ist super witzig gewesen. Wie viele Lancer hat er denn? Jetzt kann ich vielleicht noch eine Runde so aushalten, ansonsten ist das auch RIP. Piu, sind das. Nein, fahr doch wieder zurück. Jetzt fahrt er genau auf die Seite, wo ich ihn gar nicht brauche. Ha, sind seine Leute auch wegbomben. Oh, steht ja dort. Ja, wenn der Esel einen Leute dort selbst dann gleich wegschießt. Warum soll ich irgendwas unternehmen, was dagegen zu tun? Das war eine Mine. Auch durch noch ein Panzer rum. Auch wieder sind das für Schüsse braucht. Wo genau ist denn die Einschlagszone? Sehe ich das? Jetzt fahre ich zumindest bis dort, damit ich maximal Deckung habe. Und jetzt muss ich den Ingenieur wieder mit da durchbringen. Sinnlos einen neuen Scout anfordern.
eigentlich kann ich doch komplett ignorieren von der Sache her. Weil warum sollte ich... Achso, um die Verstärkungsbrücken zu zerstören. Gut. Na, kriegt sie den Kill? Ich glaube nicht dran. Vielleicht das so. Oh mein Gott, Alter. Den Dude hätte sich verdient. Aber komplett. Ja, also diese Toten nehmen ist eigentlich auch sowas ein ungeil. Aber was willst du machen? Oh, ich habe noch mehr Scouts mit hoch müssen. Also ist schon in Ordnung. Wir haben es nicht verkackt. Geil. So, kann ich auch easy mit hochnehmen. Wenn da einmal ein Mörser reinsteht, ist sofort zu Ende. Ich würde gern. Was ist denn da hinten genau? Ach, das ist eine dieser Brücken. Ja, okay. Ist für mich jetzt, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so spannend, oder? Von da hinten kommt vielleicht Verstärkung, aber das wird mich ja wohl jetzt nicht zum größten Teil aufhalten. Ob ich noch diesen einen Lancer mitnehmen kann. Na, 5 Schüsse? Nope, natürlich nicht. Die Brücke ist so arschweit weg. Hat auch was. Was für eine Nervigkeit. So, Zeit, das Ding ist in das Hochziehen. Was weg ist, ist weg. Schade, kriege ich mal einen Dialog dafür. Wegen so, yo, du darfst nicht mehr Truppen haben oder so. Das hätte ich ziemlich gefeiert, aber nein. Nur ich muss hier alles spielen. So, jetzt nehme ich es gleich nochmal. Einfach um den Typen auch wegzuschlachten. Aber der kommt nämlich auch irgendwie von hinten oder so. Könnte es am besten noch denselben Aufzug wie ich ihn benutze. So, das sieht ganz gut aus. So. Und der Wichtigste kommt natürlich erst noch. Der Ingenieur. Ach, ich muss gleich so weit laufen, sehe ich gerade. Okay, den Panzer hat schon relativ mies mitgenommen eigentlich. Thank you. Wir stellen ihn mal hier hin. Okay, jetzt können wir nur versuchen, durch Deckung zu zerstören. Aber je nachdem, wie der Mörser das klärt, könnte es gut ausgehen oder eben auch nicht gut ausgehen. Okay, das Einzige, was ich nicht machen sollte, wäre jetzt meinen Rücken zu denen zuzudrehen. Ich hebe die Aktion mal auf. Und wenn es nicht klappt, wenn die mein Panzer sind, wegsprengen, dann werde ich eben versuchen müssen, die Deckung auseinanderzunehmen und wenigstens einen zu killen.
Ach Moment, das Mörserfeuer trifft doch erst am Ende seiner Runde, nicht an meiner. Ah, mieser Fehler. Ey, klar. Der Sniper rastet jetzt komplett aus. No. No. Genau. Tahaha. Penner. Verdient, absolut verdient. Ob das einmal schießt oder nicht, ist absolut scheißegal. Damage minimal. Boom. Ja, sehr witzig. Oh, hey, der Zug fährt wieder. Jetzt, wo der Zug nach links fährt, ist es auf jeden Fall jetzt die Zeit, um davor zu rücken. Mit den paar Truppen, die ich jetzt noch da oben habe. Der scheiß Sniper da oben ist problematischerweise gerade der Spezialgegner dieser Map hier, also. Moment. Eventuell. Ich hätte doch da hochgekonnt. Ich hätte von Anfang an da hochgekonnt. Ich hätte mir diesen ganzen Weg mit dem Panzer sparen können, einfach direkt da hochfahren können. Ich hätte mich nur irgendwie um den Panzer da kümmern müssen. Ich hätte was mal gewusst. So, Zeit hier aufzuräumen. Ich schaff dich nicht vorbei. Für maximale Distanz. Roll ja kurz alles weg. So. Ich werde versuchen, die Runde zu beenden. Egal wie. So, da panze ich erstmal jetzt ganz gut dort. Das ist der Shock Trooper. Das ist. Aha. Krieg ich dem erstmal sie. Oh nee. Alter. Der Zug schon wieder. Medic, Medic. Los geht's. Ja, okay. Sie ist safe. Und sie auch. Kein Problem. So, Scout. Nee, wenn ich muss, der dazu sterben. Nur wie treffe ich, ohne sie nur selbst das Mord zu bekommen? Fünf Schüsse aus nächster Nähe. Wird das klappen? Ja. Ich stelle mich sogar extra nochmal hier hin. Ich will maximale Verteidigung. So. Es zieht auf jeden Fall noch den Ingenieur nach. Ich hoffe, er kann den gegnerischen Scout gleich erledigen. Drei Schüsse. Ja, klar. Ich muss echt mal drauf achten, auf diese Teamangriffe. Die sind doch ganz geil. Na, ja, komm schon. Mist. Oh, ich kann mir so noch schnell das Camp hier holen. Warum auch nicht?
So, eigentlich kann ich hier gleich reinfahren. Nehme ich doch komplett alles mit. Ich will sie wirklich so von dem Zug zerrissen. Oder auch nicht. Was muss ich da jetzt nur noch drauf feuern? Und dann war's das. Worauf muss ich schießen? Oder muss ich erst das Ziel erreichen? Vielleicht muss ich auch nur das Ziel erreichen. Und hab ein bisschen Glück. Okay, hier stehe ich. Und jetzt? Ich sehe einen absoluten Scheißdreck. Hä? Ach, das Ding da. Ah, ich treffe doch ans Herz. Oh, ey. C-Rang, danke dafür. What? Status report. What's happening out there? Unknown vibrations detected. It's the bridge. It's collapsing. Well. Cowards. Too afraid to face me directly. Yeah. This tank is the bedrock of the Empire itself. Unshakable. Invincible. Vielleicht kann der Stahlpanzer auch überleben, also der Stahlzug. Also der fällt ins Wasser. Ja, okay. Jetzt kann unter Wasser weiterfahren. Wie unser Panzer. So long, Gregor. Yes, we dropped the armored train. Lieutenant, there's an emergency. Oh nein, was denn jetzt? Imperial soldiers are fleeing the city. They've set fire to the Darksome concentration camp. The barracks are in flames. Get over there now. What? No. Die haben die Schlafplätze der Darksons angezündet. Ernsthaft? Doch noch ein B-Rang. Alter. 40.000 EP dafür. Danke. Cool. Mehr Auszeichnung. Die haben sie nur die Baracken angezündet. Okay, gut. Das war noch eine schöne Mission. Nichts, das will ich nie wieder spielen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Part. Wenn wir gucken, wie es den Darksons da gleich geht. Und jo, also bis zum nächsten Part und bis dahin.